Okay, dann werde ich gleich nochmal das Rätsel versuchen. Dank meiner Ocarina habe ich ja unendlich Möglichkeiten, es zu probieren. Mal sehen, ob das jetzt besser klappt. Das war halt eine blöde Frage. Wie soll man das wissen? Eins, zwei Hühner. Aber ich hätte es mir denken können, auf so einer Ranch gibt es immer Hühner. So, nächster Versuch. Hoffentlich kommt nicht so eine blöde Frage mit diesen Kühen in unsere Stadt. Die zähle ich nämlich auch nie. Nach hinten. Na du hartes Viech. Tja. So. Zu welcher Tageszeit wacht Romani das Mädchen auf der Ranch wieder auf? Ach du Schande. Sieben, ne? Ja, sieben. Nein! So geht das nicht an. Das müssen wir gleich nochmal probieren. Aber leider muss ich dazu immer wieder die Ocarina spielen. Mann, bin ich schlecht. Aber so Fragespielchen sind echt nicht mein Ding. Aber das ist der einzige Fuchs, den ich beantworten muss. Es gibt zwar noch einen bei der Romani Ranch in der Nähe, aber der interessiert nicht, der gibt eine Rubine. Dub, dubi, 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 komm. Nächster Versuch. Und jetzt bitte eine gescheite Frage. Und noch besser drei gescheite Fragen. Damit das auch endlich hier zu Ende gebracht werden kann. Gut. Hallo Junge. Ja, das hat mich schon. Ach du Scheiße, darauf habe ich gewartet. So ein Scheiß. 10, 8, 9, 8 oder 10, glaube ich. Ich glaube keine ungerade Zahl. Ey, nee. Nein. Daneben nochmal. Oh, ein Fuchs, der Ocarina spielt. Ist das witzig? Hatten wir auch noch nie. Sie hat immer nur einen Hase gespielt. Ich könnte es natürlich nachgucken im Internet, wie die Antworten sind, aber das mache ich nicht. Das wäre ja Schummeln. Aber das kriege ich doch irgendwann hin. Mal gucken, ob jetzt neue Fragen kommen oder die ersten wiederkommen. Keine Ahnung, wie viel der so auf Lager hat. Komm jetzt bitte. Quäl mich nicht so, du blöder Fuchs. Du. Erscheine. Danke. Bla 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 bla. Welche Farben haben die Hosen von. Ach du Scheiße, die sind doch jetzt geändert worden, oder? Ich glaube, der hat grün. Was? Gelb. Rot? Gelb oder rot? Scheiße. Ach ja, ich probiere mal rot. Ja! Yippie. Wie viel war. Ach du Schande. Ein. Das ist leicht gewesen. Wie nennt der Besitzer des Bombenshops seine Mutter? Mami oder Mutter? Nee, Mutter nennt er. Ne. Die hat sie auf. Scheiße, hat sie doch Mami genannt. Ist das eine Scheiße? Aber wir haben unendlich Versuche. Nur nicht den Humor verlieren. Ding.
Ärgerlich. So, du blöder Fuchs, jetzt komm ich. Wag dich noch einmal, mir eine blöde Frage zu stellen, dann vermöbel ich dich. Da gibt's mal eine riesen Dresche. Zeig dich! Kämpfe! Das ist eigentlich labern. Mach einen Übungskampf mit mir, dann fertig. Bla. Sehr schön. Die Frage mag ich. Die mag ich wirklich. Ist Tinkel. Ach du Scheiße, der muss Linkshänder sein, oder? Nee. Ich fühle mich gerade so verarscht. Das ist scheiße! Das habe ich nicht verdient! Warum muss er so blöde Fragen stellen? Der kann doch einfach fragen, wie viele Schwerthiebe braucht so eine Fledermaus, bis sie stirbt. Eine nämlich. Das wäre mal schön. Und eine Skulltulle, die braucht zwei Schläge. Das weiß ich alles. Oder meinetwegen, was für eine Augenfarbe haben Skulltullas. Ich glaube, die waren rot. Hoch hier. Aber so blöde Fragen. Wie viele Kühe gibt es in der Unruhestadt? Er interessiert sich für so einen Scheiß. Das ist doch Bullshit. Jetzt aber bitte. Bitte! Bitte ein paar gescheite Fragen. Und er gibt mir einfach gleich das Herzteil. So. Sehr schön. Es geht wieder von vorne los, es scheint. Oder die Fragen sind einfach durcheinander, kann auch sein. Der Anführer der Bomber. Oh, kack. Der muss doch Jim heißen. Oder Whiskin ist ein Soldat. Gorman ist einer von den Brüdern. Von den Gesangstypen, also muss es Jim sein, ja. Perfekt. Direkt nach dem Ausschussverfahren war das. Wie lauten die Magen? Also, ja, Tingle Tingle und Palimba. Kulu, Wat, Akrakadabra, bla bla. Klar doch. Noch eine Scheiße. Wie wird das Fest genannt, das in unserer Stadt gefeiert wird? Karneval der Zeit. Um welche Uhrzeit geht Romani das zu Bett? Sie schläft gar nicht. 8 oder 7? 7 wäre zu früh, oder? Es muss 8 sein. Scheiße! 7 oder 8? Ja! 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 Oh, ist das schön. Ah, danke. Ich hab's geschafft. Zwar mit sehr viel Glück, aber... Das tangiert mich jetzt wenig. Der hat erst um 10 Uhr offen, dieser Tio. Der schläft bis 9 Uhr, frühstückt erstmal schön und dann geht er erst um 10 zur Arbeit. So ein Leben möchte ich auch haben, wie der Bürgermeister. Ja, ich hole mir ein bisschen Geld. Geld kann ich immer gut gebrauchen. Und dann hole ich mir noch ein Herzteil beim Bürgermeister, dann sammle ich die Frösche ein alle. 4 Stück gibt es, glaube ich. Die machen ein kleines Froschkonzert und dann gibt es auch noch ein Herzteil. Dann muss ich noch den Kaffeebrief dem Toilettentyp geben. Und dann noch später beim Kaffeekram was machen. Dies und mehr ab 10 Uhr. Bis gleich.